Wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, ob ich jetzt wieder die Pille nehme oder ein Antidepressivum, dann würde ich wahrscheinlich mir die Gebärmutter rausnehmen lassen. Warum nennt sich eigentlich noch kein Rapper Uterus? Weil das ist der krasseste Motherfucker, den ihr jemals kennenlernen werdet. Okay, Leute, spart euch die Kommentare. Ich bin nicht krank, ich bin lediglich ungeschminkt und habe PMS bzw. PMDD. Und was das ist, das klären wir jetzt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr wisst, was PMS ist, ob ihr selbst darunter leidet und was ihr dagegen tut. Und ich war sehr erleichtert und sehr froh, denn mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben und ich glaube, anhand eurer und meiner Beispiele lässt sich noch viel, viel deutlicher zeigen, wie schlimm es sein kann, PMS zu haben und was es mit dem bösen Zwillingsbruder PMDD auf sich hat. Da ich selber jetzt gerade in diesem Moment PMDD habe, könnte heute in diesem Video alles passieren. Ich könnte weinen, ich könnte lachen, ich könnte euch aber auch einfach nur beschimpfen oder einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Es ist heute alles möglich. Eigentlich wäre auch das perfekte Video für ein Panic Room bzw. für unsere kleine Höhle, aber ich habe solche Rückenschmerzen, dass ich heute Morgen dachte, ich habe eventuell einen Bandscheibenvorfall, aber nein, ich krieg nur meine Tage. PMS steht für Please Make It Stop. Unter dem prämenstruellen Syndrom versteht man das regelmäßige Auftreten von psychischen, aber auch körperlichen Beschwerden vor der Regelblutung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, richtig, es geht um die Zeit vor der Periode, die für viele Frauen meistens viel, viel schlimmer ist als die Periode selbst. PMS kann so schlimm sein, und viele werden sich jetzt mit mir wahrscheinlich auch gut identifizieren können, dass du dich allen Ernstes darüber freust, wenn du deine Tage bekommst. Nicht, weil du glücklich bist, dass du nicht schwanger bist, das natürlich auch. Aber in erster Linie freust du dich, dass PMS vorbei ist. Ja, also nur um das euch nochmal deutlich zu machen. Wie schlimm muss etwas sein, dass die angenehmere Alternative ist, eine Woche lang aus dem Körper zu bluten? Okay, ja, vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle das Wort Periode benutzen. Vielleicht kommt auch das Wort Monatszyklus vor, von dem ich selbst bis vor kurzem keine Ahnung hatte. Aber erstens, du bist kein kleiner pubertierender Junge mehr, sagte die Frau, die bei dem Wort steif immer kichert. Steif. Und zweitens haben mir eh schon verdammt viele Männer auf Instagram geschrieben und davon berichtet, dass ihre Freundin darunter leidet, dass sie selber noch nicht wussten, was das ist, es aber super spannend fanden oder mir schlicht und ergreifend einfach nur ihr Beileid aussprechen wollten. Und hast du was gemerkt? Die haben Freundinnen. Ne? Denk mal drüber nach. Ohne Scheiß, ich finde, es gibt bei einem Mann nichts Attraktiveres als jemanden, der aufgeklärt ist oder aufgeklärt sein möchte und sich auch für sowas interessiert. Stell dir einfach vor, ich erzähle dir von einem mächtigen Zauber, der einmal im Monat auf uns Prinzessinnen angewendet wird. Oder anders, stell dir vor, du installierst ein Windows-Update und dein System läuft die nächsten 5 bis 10 Tage komplett instabil. Windows ist viel besser als Mac. Bladen denkend, wie ich bin, habe ich halt einfach wirklich gedacht, dass so blöde Macho-Sprüche kommen werden wie Weiber und ihre Periode. So à la Mario Barth oder so. Und ich habe mich total getäuscht und ich hoffe, das ist natürlich auch auf YouTube und IGTV so. Dieser Satz, hast du schon wieder deine Tage, ist nicht nur menschlich total dumm und abwertend, sondern er ist faktisch vor allem einfach nicht richtig. Denn viele Frauen leiden besonders vor der Periode unter psychischen und körperlichen Beschwerden. Ich selbst weiß von PMS seit einem Jahr. Und das auch nicht irgendwie durch einen Arzt oder durch die Schule, sondern durch YouTube. Ich selbst dachte dann während dieser Zeit, dass auch ich betroffen bin, habe mir aber darüber dann ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken oder Sorgen gemacht, bis ich vor kurzem total verheult bei meinem Arzt saß und er mir bestätigt hat, dass ich gar kein PMS habe, sondern PMDD. Premenstrual Dysphoric Disorder. Es gibt halt einfach einen deutschen Begriff safe dafür, ne? Aber da nur 3 bis 8% der Frauen davon betroffen sind, quatschen wir erstmal über PMS und eure Beschwerden. Perioden sind wie Theaterproduktionen und PMS ist quasi die Probewoche, in der so gut wie alles schief geht. Zu den Symptomen von PMS gehören Kopfschmerzen, extreme Stimmungsschwankungen, Stressattacken, Müdigkeit, schmerzende Brüste. Einige haben auch geschrieben, mit dem Freund Schluss machen und ich glaube tatsächlich, wenn es Statistiken geben würde, sie würden so ausfallen, dass die meisten Frauen sich während ihrer PMS-Phase trennen. Die meisten von euch haben geschrieben, dass sie auch Heulkrämpfe bekommen, worüber ich sehr erleichtert war, nicht weil ich euch das wünsche, oh Gott, um Gottes Willen, aber ich bin davon eben auch so extrem betroffen und jetzt, wo ich weiß, womit es zu tun hat, ist es zwar keine Entschuldigung oder so,
aber es fühlt sich einfach so gut an zu wissen, dass man nicht verrückt ist. Fun Fact: Im Jahre 1980 und 81 werteten englische Gerichte in 2 Mordfällen das PMS als mildernden Umstand. Die angeklagten Frauen galten wegen der kritischen Tage vor der Menstruation als vermindert zurechnungsfähig. Aus Mord wurde Totschlag. PMS kann den Alltag auf jeden Fall, und viele Frauen werden mir an der Stelle zustimmen, extrem beeinflussen, und dennoch machen sie einfach weiter. Bei PMDD sind die Symptome sehr, sehr viel stärker. Was mich halt extrem verwundert hat in meinem Fall war, dass viele Frauen davon berichtet haben, dass sie PMS so 5 Tage lang hatten, und bei mir war es bis zu 2 Wochen und gerade psychisch in so einem Ausmaß, dass mir vor allem Ärzte sehr, sehr oft psychische Krankheiten diagnostiziert haben, die am Ende des Tages wahrscheinlich noch nicht mal psychische Krankheiten sind. Dass ich nicht ganz sauber bin, ist mir natürlich klar. Aber mir ist durch ein einfaches Tagebuch aufgefallen, dass sich die Symptome und dass sich diese schlimmen, schlimmen Phasen, die so dunkel und derbe sind, dass ich die immer zum selben Zeitpunkt und immer in regelmäßigen gleichen Abständen bekomme. 2 Wochen Ausnahmezustand wechseln sich mit 2 Wochen Normalität an. Es sind wirklich starke Depressionen, und deswegen ist die Gefahr bei dieser Krankheit eben auch so groß, dass die Ärzte einem eine bipolare Störung diagnostizieren. Was daran liegt, dass wenn man in der ersten Zyklushälfte ist, super drauf ist. Es ist alles in Ordnung, man ist produktiv, man ist man selbst, man fühlt sich auch wieder wie man selbst. Und in der zweiten Zyklushälfte ist man wie ein anderer Mensch und man ist in so einem dunklen Ort und man steigert sich in so viele Dinge rein. Es kommen einem Gedanken, die eigentlich schon lange keine Rolle mehr spielen. Vielleicht habt ihr ja auch damals so ein bisschen mitbekommen, ich glaube im Tagebuch von Leipzig ist das so vorgekommen, dass ich ständig Heulattacken bekommen habe, gerade wenn ich gereist bin oder so, und dass es mir generell immer wieder schlecht ging. Und es hat einfach diesen einen Arzt gebraucht und die Tatsache, dass ich ein Tagebuch geführt habe, dass wir gecheckt haben, dass das Ganze tatsächlich mit meinem Zyklus und mit meinem Uterus zu tun hat. Und warum nennt sich eigentlich noch kein Rapper Uterus? Weil das ist der krasseste Motherfucker, den ihr jemals kennenlernen werdet. Forscher gehen davon aus, dass das Ganze mit dem Aufstieg und Abfall von Hormonen, insbesondere Östrogen, zu tun hat. Wie viele Frauen am Ende des Tages unter PMS leiden, ist natürlich super schwierig zu sagen, weil viele Frauen gar nicht wissen, dass sie unter PMS leiden. Aber das, was ich bisher am meisten gelesen habe, war immer so zwischen 50% und 80%, und das ist eine ganze Menge. Um mich jetzt auf meine eigenen Statistiken zu verlassen, als ich euch gefragt habe, ob ihr PMS habt, da habe ich natürlich die Männer rausgenommen, weil ganz viele Männer Nein gedrückt haben, waren es 75%, die gesagt haben, ja, ich habe PMS. Und ich glaube, wenn jetzt natürlich, ob das jetzt repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber ich finde es einfach immer gut zu sehen, dass es wirklich Menschen aus dem eigenen Umfeld betrifft und dass es so viele sind. Damit ein Arzt euch diagnostizieren kann, ob ihr PMS oder PMDD habt, müsst ihr mindestens 2 bis 3 Monate ein Symptomtagebuch führen. Dafür gibt es auch Apps. Ich selbst nutze sie nicht, um meinen Zyklus zu beobachten oder Notizen zu führen. In meinem Fall war es wirklich lediglich Zufall, dass ich gemerkt habe, wow, ich kriege immer im selben Zeitraum diese Beschwerden. Es geht mir immer in diesem Zeitraum nicht gut. Ich kann mit vielen Dingen auch in diesem Zeitraum nicht umgehen. Und dieses Tagebuch war eigentlich dafür gedacht, dass ich quasi aufschreibe, was mir Tolles passiert ist, damit ich mehr reflektieren kann. Und hin und wieder habe ich da eben auch reingeschrieben, wenn ich schlechte Phasen hatte, und davon gab es mehr als genug. Und irgendwann war das alles so schlimm und ich habe so geweint und es ging mir so dreckig, dass ich halt einfach zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, hey, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann kann es passieren, dass ich in den nächsten Tagen etwas tue, was ich nicht möchte, weil ich glaube, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich glaube, man merkt mir auch an, dass ich Bock habe darauf, glücklich zu sein, und dass ich Bock darauf habe, tolle Dinge noch zu machen und auf die Beine zu stellen. Aber durch diese 2 Wochen, also ich will jetzt nicht die komplette Schuld auf PMDD oder so schieben, weil ich selber noch an mir sehr arbeiten muss, das gebe ich auch zu. Aber ihr könnt es euch ja selber so ein bisschen denken, was 2 Wochen im Monat bedeuten. Wie gesagt, ich bin nicht bettlägerig, manchmal schon, wenn ich krank werde. Also ich wurde in den letzten 4 Monaten immer eine Woche vor meiner Periode auch krank, erkältet. Aber im Großen und Ganzen tue ich mir am meisten schwer, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich sehr viel weine, dass ich
sehr dunkle Gedanken habe, dass ich ganz schlimmes Kopfkino auch habe und mir eben Gedanken mache, die, glaube ich, unnötig wären, die nicht meinem Naturell entsprechen würden. Wie gesagt, es soll keine Entschuldigung für irgendwas sein, wobei an meine ganzen Ex-Freunde bis auf einen ist es vielleicht eine Entschuldigung wert, aber und das ist ja auch ein wichtiger Part der ganzen Geschichte für Leute, die in einer Partnerschaft sind. Es ist eben auch super, super schwierig, mit dieser Situation umzugehen. So, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was hilft denn nun? In meinem speziellen Fall muss ich als nächstes zum, Achtung, auch wieder ein neues Wort gelernt, Endokrinologen. Das sind Hormonärzte, die einem helfen, den richtigen Weg zu finden. In erster Linie hat man mir jetzt auf die Schnelle geraten oder gesagt, ja, ich könnte jetzt einfach wieder anfangen, die Antibabypille zu nehmen, denn die täuscht ja dem Körper quasi vor, dass du schwanger bist und hält somit auch den Östrogen und Okay, wartet, ich muss nochmal gucken. Progesteronspiegel im Stall. Angeblich, denn in meinem Fall war es bisher immer so, dass die Pille dafür gesorgt hat, dass ich mich umbringen möchte oder dass ich einfach keinen Bock mehr auf Sex habe. Und irgendwie ist das kontraproduktiv, meine lieben Freunde. Nicht, dass ich Sex hätte, aber wenn, dann würde ich zumindest gerne noch das Lustempfinden dazu haben. Die zweite Möglichkeit, die man mir vorgeschlagen hat, war Antidepressiva zu nehmen. Auch das halte ich natürlich nicht für die optimalste Lösung. Ich habe allerdings schon mal Antidepressiva genommen und ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Aber ich habe auch gelesen, dass man bei Antidepressiva einfach sehr, sehr schlimme Nebenwirkungen haben kann. Dass vor allem, wenn man Suizidgedanken hat, das Ganze noch verstärkt werden kann, gerade in den ersten 3 Wochen. Und wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, ob ich jetzt wieder die Pille nehme oder ein Antidepressivum, dann würde ich wahrscheinlich mir die Gebärmutter rausnehmen lassen. Denn Tatsache, das haben Frauen schon gemacht. Die haben so sehr drunter gelitten, dass sie gesagt haben, raus mit der Scheiße. Ich übertreibe gerne und ich sage oft Dinge, die man nicht so ernst nehmen sollte, aber ich habe mich bei diesem Gedanken wirklich erwischt, weil ich will eh keine leiblichen Kinder. Ich habe genauso wie Frauen einfach dieses natürliche Bedürfnis haben, Kinder auf die Welt zu setzen, habe ich einfach so ein starkes Bedürfnis, mal Kinder zu adoptieren. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die bereits auf dieser Welt sind und sehr viel Liebe verdient haben und es total unnötig ist, nochmal eigene Kinder auf die Welt zu setzen, besonders wenn man scheinbar hier in seinem Kopf ein paar Probleme hat, halte ich das einfach für unverantwortlich. Aber natürlich soll jeder so machen, wie er will, um Gottes Willen. Es gibt super tolle Eltern und von daher pflanzt euch ruhig fort. Ich habe es nicht vor. Es gibt leider auch nicht so viele Männer, die das dann mitmachen, weil die wollen alle ihren Thronfolger. Gott, das ist das Egoistischste, was es gibt auf der Welt, aber von mir aus. Übrigens bedeutet das, dass ich irgendwann mal sehr reich werden muss. Also nur zur Vorwarnung, pusht mich bitte, sorgt dafür, dass ich reich werde. Weil ansonsten werde ich niemals Kinder adoptieren können. Und das wäre sehr schade, wie ich finde. Frauen mit PMS erhalten in der Regel... Sie erhalten in der Regel nicht genügend Calcium, Vitamin B, besonders Vitamin B6, Vitamin K und Vitamin E. Auch der Magnesiummangel spielt eine sehr, sehr große Rolle. Hierfür gibt es verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel. Ihr habt mir vor allem sehr oft zu diesem hier geraten. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, werde es aber in Zukunft tun. Es ist nicht ganz so billig. Ich hoffe, dass sie mir was rüberschicken, damit ich es testen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel ist vielleicht auch nicht zwangsläufig das richtige Wort und der richtige Begriff dafür. Vielmehr handelt es sich einfach um konzentrierte Vitamine, die ihr entweder in Form von Tropfen oder auch Kapseln zu euch nehmen könnt. Wie gesagt, ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. Viele von euch haben mir aber genau von dieser Marke insbesondere die Empfehlung gegeben und meinten, es hat ihnen sehr geholfen. Schreibt mir dazu aber auch sehr, sehr gerne eure Erfahrungen. Was hat euch geholfen? Was macht ihr immer, wenn ihr PMS bekommt? Ich finde, das ist immer noch das Beste, als sich durch 100 Blogs und Erfahrungsberichte zu lesen, sich gegenseitig austauschen. Das ist doch das Geile hier am Internet. Ich selbst habe mir diese Packungen hier besorgt und nehme die jetzt seit ungefähr einer Woche, also seit wieder mein PMS bzw. PMDD angefangen hat und habe mir eingebildet und deswegen glaube ich, kann das eben nicht sein, habe mir in den ersten Tagen vor allem eingebildet, dass es mir geholfen hat,
Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Placebo-Effekt, weil am Ende des Tages heute habe ich beispielsweise 3-mal geheult. Also ich glaube nicht, dass man erwarten sollte, dass man sich so Tabletten jetzt reinfährt und dass alles wieder gut wird. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie ihre Essgewohnheiten generell verändert haben und, das wusste ich auch nicht, an den Zyklus angepasst haben. Es gibt verschiedenste Ernährungspläne, die sich auf den Zyklus beziehen, die darauf zugeschnitten sind. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, meinen Lebensstil dahingehend auch zu verändern. Sicherlich hilft Sport, um die Glückshormone nochmal im Kopf auch anzuregen. Ich habe aber die Vermutung, dass das natürlich der längere und anstrengendere Weg ist. Und es ist ein bisschen naiv und dumm, aber wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten einfach eine Tablette schlucken und es wäre alles wieder gut. Aber so funktioniert es halt meistens nicht. Bezüglich der Ernährung, was den Zyklus betrifft, hat mir auch jemand ein Buch empfohlen und zwar nennt es sich The Woman Code. Hier geht es eben genau darum, die Ernährung an die Zyklusphasen anzupassen. Ich werde euch den Link zu dem Buch natürlich unten in die Infobox packen. Ich kann euch natürlich jetzt zu dem Thema Ernährungsplan erstmal noch nichts sagen, weil ich da sehr oberflächlich mich reingelesen habe. Wenn ihr denn möchtet, dass ich euch dazu irgendwas noch sage, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne, was ihr so tut. Ich kann mich nur wiederholen. Ich finde es ganz, ganz toll, was ihr mir bisher alles schon geschrieben habt. Es hat mir persönlich sehr weitergeholfen. Es wird mir auch sicherlich in Zukunft auch noch weiterhelfen. Und alleine die Tatsache, dass man verschiedenste Dinge ausprobieren kann, ist ja eigentlich geil. Die Meinung zum Thema CBD-Tropfen war zu diesem Thema unglaublich unterschiedlich. Die einen meinten, hat mir super geholfen, ist super toll. Die anderen haben komplett davon abgeraten. Und auch weil viele geschrieben haben, ja, ich kiffe dann einfach. Auch das kann ich nicht beurteilen, weil ich kiffe jeden Tag. Habe ich nicht gesagt. Ja, habe ich gesagt. Und auch beim Thema Kiffen würde ich sehr, sehr aufpassen. Weil man kann sich durchaus beim Kiffen auch nochmal eine Stufe krasser reinsteigern. Aber andererseits kann auch ich nur dazu sagen, ich möchte niemanden zum Drogennehmen animieren. Aber es hat eine entspannende Wirkung. Und jeder, der mal Magenkrämpfe und Rückenschmerzen hatte, weiß, wie gut es tut, wenn man sich so ein bisschen entspannen kann. Gleichzeitig würde ich aber auch jeden ein bisschen so ein darauf hinweisen und warnen, dass jeder auf Kiffen unterschiedlich reagiert und somit auch Menschen sich extrem in etwas reinsteigern können, paranoid werden können und so weiter und so fort. Also so sehr und oft ich Witze und Sprüche bringe, dass ich eben kiffe, möchte ich aber auch betonen, dass es Menschen gibt, die darauf nicht so gut klarkommen. Wovon ich euch tatsächlich sehr abraten würde, während ihr PMS habt oder PMDD, ist, dass ihr euch irgendwelche Reportagen reinzieht, wo irgendwelche Ungerechtigkeiten aufgeklärt werden. Ich habe zum Beispiel mal während meiner PMDD-Zeit Making a Murderer geguckt. Und Leute, ich wollte danach Jura studieren, versteht ihr? Ich wollte diesen Jungen da rausholen. Ich war fertig mit den Nerven. Jeder, der Weltschmerz generell schon sehr krass fühlt und dann auch noch PMS hat, sollte sich richtig stumpfe und dumme Dinge angucken. Eigentlich ist es ja ganz geil, eine offizielle Zeit im Monat zu bekommen, wo man sich Trash-TV reinziehen kann, ja? Das muss nichts Besonderes sein, das kann einfach ruhig mal etwas sein, was einfach einen ein bisschen berieselt, ein bisschen ablenkt, aber nichts mit einer großen Tiefe. Wobei ich vor kurzem einen tollen TED-Talk angeguckt habe, natürlich habe ich währenddessen geweint, aber es hat mir trotzdem so gut getan. Und zwar war der von Brené Brown. Den gibt es auf YouTube, aber auch auf Netflix und nennt sich Vulnerability, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal. The Power of Vulnerability, ist egal, schreibe ich euch in die Infobox rein. Und das könnt ihr euch ja auch unabhängig von PMS oder sonst was angucken. Auf jeden Fall hat mir das so ein ganz positives und gutes Gefühl gegeben. Ja, viele Leute kriegen ja auch während der PMS-Zeit Fressattacken, wollen sehr, sehr viele süße Sachen essen. Was einerseits irgendwie gut tut und damit zusammenhängt, dass das Glückshormone im Hirn auslöst. Andererseits rät man davon ab, sehr viel Zucker in der PMS-Zeit zu essen. Ich mache das dann relativ radikal, muss ich ehrlich sagen. Ich kaufe mir einfach nichts Süßes und dann ist einfach auch nichts im Haus. Koffein, Nikotin und Alkohol sollte man tatsächlich auch lassen. Finde ich bei Koffein immer ein bisschen schwierig, weil irgendwie ist so der Kaffee am Morgen. Daran halte ich mich schon sehr, sehr fest. Also das kriege ich noch nicht so ganz hin.
Ziemlich oft gefallen ist auch der Begriff Mönchspfeffer und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde es aber auf jeden Fall probieren, denn viele von euch haben mir geschrieben, das hilft mir so gut. Ich meine aber, es ist unglaublich teuer. Das heißt, ich muss mir noch überlegen, wann ich mir das Ganze besorge. Ich habe bald Geburtstag. Soweit sind wir schon. Wisst ihr, ich bin schon so eine alte Dame, dass ich mir zum Geburtstag Mönchspfeffer wünsche. Was ich auch sehr, sehr oft gelesen habe und ihr mir auch geschrieben habt, ist Meditation. Ich tue mir halt unglaublich schwer mit Meditieren, leider Gottes. Ich versuche es immer und immer wieder. Und es gibt unzählige Studien, die unabhängig von PMS bewiesen haben, wie gut einem Meditation tut. Das Problem bei mir halt ist, während der PMDD-Phase, ich kann mich auf so wenig Dinge konzentrieren. Also ich habe letztes Mal tatsächlich eine Stoppuhr einfach mal laufen lassen, um zu gucken, wie lange kann ich mich auf eine Sache konzentrieren. Und das ist wirklich Maximum 15 Minuten. Nervt unglaublich. Aber Thema Meditation und Sport ist, glaube ich, das A und O. Tut so oder so gut fürs Leben, sollte man tun. Ich werde es probieren. Ich werde vielleicht auch mal gucken, ob ich ein Video dazu mache, wenn ihr darauf Bock habt, wie man vielleicht als Anfänger da besser reinkommt oder was so die Tricks und Hilfsmittelchen sein können, dass es einem leichter fällt. Ja, und viele haben auch geschrieben, dass sie Menschen meiden. Und ich finde, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon ein bisschen erwähnt. Oh, jetzt wird mir schwindelig. Moment. Huh. Oh. Ich glaube, wir müssen uns ganz kurz setzen, Freunde. Wir müssen ganz kurz Location wechseln. Viele von euch haben auch geschrieben, dass sie Menschen meiden. Und das habe ich ja vorhin wahrscheinlich schon erwähnt. Wenn nicht, ich finde, es ist eine perfekte Möglichkeit, also wenn man das Positive aus dem Ganzen ziehen möchte, dass man sagt, okay, das ist die Zeit, wo Me-Time ist. Viele von euch, ich weiß, es gibt viele, die machen sich ein bisschen darüber lustig und so weiter. Viele von euch sind auch nicht gerne alleine. Aber man nimmt sich trotzdem dennoch immer wieder vor, dass man mehr für sich tut und mehr Zeit mit sich verbringt und am Ende macht man es nicht. Und diese PMS-Phase, finde ich, die sorgt ein bisschen dafür, dass man das gezwungenermaßen machen sollte. Und wer sich tatsächlich mit seinem Zyklus ein bisschen auseinandersetzen möchte oder das schon getan hat, der weiß dann einfach, hey, vielleicht ist es schlau, in der Zeit einfach gewisse Aktivitäten nicht zu machen, Menschen zu meiden und dafür dann mehr Sachen zu machen, die man eben gut alleine machen kann, auf die man schon lange Bock hatte, die einen vielleicht auch entspannen. Es wird zwar leider nicht immer funktionieren, aber man sollte sich natürlich auch überlegen in der Phase, ob man ernsthafte Diskussionen, ernsthafte Streitgespräche wirklich führen möchte. Stichwort WhatsApp. Ich kriege das jetzt unabhängig von PMS oft mit, dass viele Leute über WhatsApp streiten, was generell verboten werden sollte. Und man steigert sich halt einfach so krass rein und man sabotiert sich eigentlich selber. Deswegen sollte man ganz genau darauf achten und sich die Frage stellen, bin ich gerade wirklich in einer normalen Verfassung? Ist es wirklich das, was ich gerade meinem Gegenüber sagen möchte? Und sollte ich nicht lieber das Handy für eine Stunde weglegen? Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, die Erfahrungen, die ich habe und die andere hier gemacht haben und die wir hier geteilt haben, das sind natürlich nicht allgemeingültige Erfahrungen. Es gibt sicherlich viele Frauen, die gar nicht unter PMS leiden und dafür unglaubliche Schmerzen während ihrer Periode haben, um Gottes Willen. Darauf bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht eingegangen. Mir ging es, wie gesagt, eher um die Zeit davor, was da mit dem Körper passiert und was man dagegen tun kann. Wie dem auch sei, es fällt mir ehrlich gesagt immer so ein Ticken leichter, in den Insta-Stories mit euch über solche Themen zu reden. Ich hoffe, dieses Video hat euch dennoch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob ihr selber unter PMS leidet, ob eure Freundin darunter leidet, was euch geholfen hat, weil das sind natürlich nicht die finalen Lösungen. Ich freue mich um mehr Tipps, weil es betrifft mich tatsächlich wirklich. Ich möchte viele Dinge jetzt in Zukunft ausprobieren. Ich freue mich jedenfalls an der Stelle jetzt sehr, das nächste Interview ankündigen zu dürfen, das nächste Woche rauskommen wird. Und zwar handelt es sich um den Rapper Vega, mit dem ich über das Scheitern und nicht über meine Periode reden werde. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Channel. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Aber am Ende folgt eurem Herzen.